Ihr Lieben, ich habe versprochen, dass ich heute darüber spreche. Wie kann denn ein Mensch, wenn er eine Flaute hat, wenn er eine Krise hat, wenn er seine Orientierung im Leben sucht, wenn er gerade sich selbst in Frage stellt, wie kann er denn gleichzeitig oder relativ gleichzeitig kurz nacheinander fröhlich sein, mit anderen Menschen kommunizieren, seine Arbeit erledigen, seine Freundschaften pflegen, etc.? Und wie kann das sein, dass ich das auch noch öffentlich so kommuniziere? Der Aufhänger und der Anlass meines Live-Talks jetzt ist, dass es vor 2 Wochen ungefähr einen Newsletter von mir gab. Und da habe ich diese Flaute, die ich habe, beschrieben. Und die Reaktionen waren ja sehr vielfältig, unter anderem aber auch, wie kann denn ein Coach nicht wissen, wo es lang geht für sich selbst? Und ich kann nur sagen, jeder Coach ist auch ein Mensch. Jeder Therapeut ist auch nur ein Mensch. Jeder lebende, wirklich lebendige, prall lebende Mensch, der stellt sich in Frage, der reflektiert sich doch. Der fragt sich immer wieder und macht immer wieder in seinem Leben eine Bestandsaufnahme, wo will ich denn jetzt noch hin? Und der Anlass, das habe ich ja beschrieben, das war ja ein familiärer Hintergrund und auch die Beschäftigung dadurch mit dem Tod. Wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch damit, wie soll denn mein restliches Leben stattfinden? Wie soll es denn laufen? Ja, wie will ich arbeiten? Welche Menschen sollen um mich herum sein? Welche Themen möchte ich besprechen? Und wo kann ich am, für mich ist das Wichtigste, wo kann ich am allermeisten auch bewirken? Weil ich möchte wirklich etwas bewirken. Ich möchte einen Footprint hinterlassen, wenn ich mal abtrete. Und der heißt für mich, ich möchte ganz, ganz viele Menschen dabei unterstützt haben, glücklich zu sein. Was Glück für sie bedeutet, das kann jeder für sich selber definieren. Ob das beruflicher Erfolg ist, familiärer Erfolg, superschöne Beziehungen, geile Reichtumsbewusstseinserfahrungen oder auch eine intensive Einheitserfahrung, wenn man sich so mit dem inneren Sein komplett verbinden kann. Und dafür gibt es ganz viele Wege. Für mich ist es wichtig, dass ich mich immer so authentisch gebe, wie ich bin. Und nach der Flaute, ich glaube 10 Tage später, kam die Anfrage von der Zeitschrift Happiness, ob ich teilnehmen möchte an dem Coning-Ritual, wo es, also ganz tolle Frauen waren dabei, über 48, das war die Bedingung. Ich war die Älteste mit 57 und wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt in St. Peter-Ording. Ganz tolles Fotoshooting mit einem fantastischen Fotografen, dem Jan Rikers und Stylisten-Crew war, also es war wirklich alles ganz toll. Und das Geheimnis, was gar keins ist, wieso ich in diesem Moment Freude empfinden kann, wieso ich voller Hingabe durch den Sand stiefle und mir den Wind um die Nase wehen lasse, das ist das, dass ich im Jetzt bin. Das ist das, weil ich wirklich im Hier und Jetzt bin. Schaut mal, wenn wir uns jetzt mal gerade so sehen, wie wir gerade sind, ja? Ich sitze hier in meinem wunderschönen Arbeitszimmer, hatte einen recht angenehmen Nachmittag auch. Ja, war also wirklich das, was ich machen wollte, das habe ich gemacht und ich habe es geschafft. Ganz zuletzt habe ich nochmal, ihr wisst ja, ich rede ja immer wieder drüber, es ist ja schon fast peinlich, habe ich meinen Enkel noch kurz gesehen, bevor er ins Bett ging. Und jetzt rede ich mit euch. Und ich sehe ganz viele bekannte Gesichter, auch die Dana ist dabei und die Alexandra. Ja, ach süß, ihr seid ganz lieb. Und ich liebe das, mit Menschen mich auszutauschen. Ich liebe es zu kommunizieren. Ich liebe die Begegnung, ob die virtuell ist oder persönlich, das ist erstmal egal. Und wenn ich mit Menschen zusammen bin, das nährt mich, wenn das tolle Menschen sind natürlich. Und das war wirklich in diesem Zeitschriftenteam der Happiness, war super. Ganz, ganz fantastisch. Und es war so eine absolut entspannte, obwohl stressige Situation, weil es regnete vorher noch und also vormittags und wir wussten überhaupt nicht, ob das Fotoshooting stattfinden kann. Und es war also alles feucht, es war extrem windig, es war kalt und wir hatten trotzdem immer gute Laune. Und auch das Team, was das alles zustande bringen musste, hat einfach nur sein Bestes gegeben und war entspannt dabei, wirklich entspannt. Und das hilft natürlich auch allen anderen Beteiligten ebenfalls entspannt zu sein. Und das ist es hier und jetzt. Wenn ich mich dann hinsetzen würde in den Strand von St. Peter-Ording und überlegen würde, boah, wie schwierig das doch alles ist.
wie kritisch und welche Herausforderungen auf mich warten, dann könnte ich auf der Stelle anfangen zu weinen, weil irgendwann kommt dieser Abschied, auf den wir warten. Und das wird schrecklich sein für alle Beteiligten. Aber macht es einen Sinn, mir ein Problem herbeizudenken, was ich für den Moment gar nicht habe? Für mich nicht. Und ich habe das gelernt, ich habe das wirklich gelernt, so in der Gegenwart zu sein, dass das, was jetzt, in diesem Moment, heute Abend um 19.06 Uhr, ich in Mürfelden-Walldorf, ihr irgendwo auf der Welt, das alles andere spielt jetzt keine Rolle. Und natürlich kann ich mich über Dinge beklagen, die schwierig sind, und natürlich kann ich auch sagen, manchmal ist es mal so, dass Decke über den Kopf und Kopf in den Sand stecken, das wäre alles ganz schön. Und dann tue ich das übrigens auch, ne? Dann tue ich das und sage, boah, es ist wirklich alles kacke und jammere so vor mich hin. Und dann kriegt es meine Familie oder meine Freunde, kriegen es ab, ja. Oder, ja, genau. Und das gehört aber doch dazu. Das gehört doch dazu. Jeder wirklich lebendige Mensch, der keinen Einheitstrott lebt, der nicht von Konventionen und Gewohnheiten geprägt ist, der wird diese Phasen kennen. Und das ist für mich geradezu ein Qualitätskriterium für einen lebendigen Menschen. Für einen, der so auch in seiner Kraft ist. Weil die Kraft, die kann ja nicht immer sein. Das sind alles Sinuskurven. Das ist alles in Bewegung. Und diese Bewegung, mit der können wir gehen und wir können gegen sie kämpfen. Da haben wir die Wahl. Ich habe das mal irgendwann angenommen, dass ich diese Bewegung annehme und dass ich sie umarme, dann, wenn sie kommt. Und ich habe es oft genug erzählt, für mich ist es wirklich wichtig, diese Stille zu haben und die Stille zu suchen und sie zu genießen und das zu mögen und zu schätzen, und das gibt mir Kraft. Und ich kann nur sagen, jeder, der auch in einer aktuellen und akuten Krise ist, auch wenn sie ganz heftig ist, geh ab und zu in die Stille und zieh dich zurück. Und wenn du dann in der Stille bist, dann frag dich, was jetzt ist, wirklich jetzt im Moment. Wenn du aus der Situation herausgehst, die dich gerade belastet, frag dich, ob es wirklich jetzt im Moment immer noch so schwer ist. Oder ob nicht ganz, ganz nah, also wirklich so hauchnah neben der Schwere auch die Leichtigkeit ist. Ob nicht hautnah neben der Schwere auch die Freude ist, wenn du sie zulässt. Ob nicht hautnah neben dem Problem auch die Lösung ist. Bei mir war es so, und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich stehe dazu, ich bin ein öffentlicher Mensch. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie kann denn das sein, gerade du als Hochsensible, übrigens auch die Frage kommt immer wieder, bist du eigentlich hochsensibel? Das ist was auch nebeneinander sein kann. Ich kann sehr fein fühlen, wie es anderen Menschen geht. Ich kann riechen, wenn jemand krank ist. Ich kann ihn in mir abbilden, wenn er in meiner Nähe ist, wie es dem geht, physisch und psychisch. Ich bin extrem lichtempfindlich und besitze 20 Sonnenbrillen. Wieso auf meinem Schreibtisch jetzt eine Sonnenbrille rumliegt, weiß ich auch nicht, aber das ist der Fall. Wahrscheinlich habe ich sie irgendwann mal. Also die Lichtempfindlichkeit. Geräusche können mich manchmal verrückt machen, aber auch hier, ich habe es gelernt, das kannst du auch, Geräusche zu fokussieren. Das heißt, du kannst dann das, worauf du dich nicht fokussierst, ausblenden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und nachdem ich diese Flaute auch öffentlich gemacht habe, habe ich ganz, ganz viel Unterstützung gekriegt. Ein Freund hat mich eingeladen, den August auf Lanzarote zu verbringen, in seinem Seminarzentrum, das er mal aufgebaut hat, wo ich vor 30 Jahren mal 2 Jahre gelebt habe. Und so bin ich auf der Insel und plane dann für das kommende Jahr im Frühjahr ein wunderschönes, intensives Retreat auf Lanzarote, der Insel der Vulkane, eine Transformationsinsel, eine plutonische Insel. Die Arbeit läuft weiter, während parallel dazu mein gesamtes Leben sich auch weiterentwickelt. Und ich meine, ich bin sehr gespannt, was ihr gleich für Fragen stellt, wie ihr denn konkret in euren Themen, Problemen, Herausforderungen, Krisen damit umgehen könnt. Bin sehr gerne bereit, eure... guck mal hier, da ist so eine. Die Annette ist da. Die Annette, hallo. Meine allerliebste Annette Kroning-Ritual-Kumpelin, Göttin, die auch in St. Peter-Ording dabei war.
Einige von euch, ich sehe das, die wissen das vielleicht nicht, Annette wahrscheinlich nicht, dass ich am Anfang von diesem alten Newsletter von vor 2 Wochen gesprochen habe. Aber alles fein, es macht alles auch Sinn, wenn ihr den nicht kennt, weil es geht ja nur darum, welche Ressourcen kann ich aktivieren, um Krisen zu bewältigen und wie kann ich mich wirklich im Hier und Jetzt bewegen. So, lass mich mal hier kurz gucken. Da sind da Fragen. Nein, da sind noch keine Fragen. Jetzt gucke ich mal kurz hier nach oben. Und schaut mal hier, auch das war in der vergangenen Woche. Mit Alexandra Görz war ich bei einem Rundfunksender und wir haben ein Interview über Hochsensitivität gegeben. Das flutscht auch einfach so. Das kostet auch keine Anstrengung. Es wäre für mich wesentlich anstrengender, wenn ich mich ins Leid vertiefe. So. Ja, genau. Karin. Warte mal, ich muss mal eben, jetzt habe ich hier wieder diesen blöden, warte mal, kann ich das ausblenden, während das Ding läuft? Ja, kann ich ausblenden, so kann ich euren Text besser lesen. Sonja fragt, wenn alles in dir tobt, wie findet man zur Ruhe? Ah, schön. Hängt jetzt sehr von der Situation ab. Das ist eine relativ komplexe Frage. Es gibt ja unterschiedliche Situationen, wo etwas toben kann. Also zum Beispiel, du bist im Konflikt mit Menschen. Da hilft für mich Distanz. Distanz auf 2 Ebenen, nämlich räumliche und zeitliche. Räumliche heißt, ich muss mal kurz rausgehen. Es tobt total und du willst jetzt was sagen, du merkst aber, das macht gar keinen Sinn gerade. Ne? Wir wissen ja, wir müssen immer darauf achten, ist das wirklich sinnvoll, was wir gerade sagen wollen? Wem nützt es? Cui bono? Und dann durch die drei Siebe des Sokrates gießen, die drei Siebe des Sokrates. Ich verlinke das dann auch gerne noch später. Die heißen einfach, ist das, was du sagen willst, wahrhaftig? Ist es wesentlich und ist es wohlwollend? 3 W. Wahrhaftig, wesentlich und wohlwollend. Ich habe mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Im Nachhinein kann ich das immer ganz gut nochmal unter das Video tun. Dann könnt ihr euch das später anschauen. Okay? So, das heißt, es tobt. Du suchst eine Distanz, räumliche oder zeitliche. Dann gibt es aber auch die Situation, wo das Thema immer da ist. Das ist so eine Konstante. Die ist immer da. Und da hilft gerade bei hochsensiblen Menschen auch die Überlegung, ist es wirklich so dramatisch, wie du es fühlst? Wirklich. Wirklich. Oder gibt es auch Menschen, die nehmen sich das so zu Herzen, dass etwas immer größer wird, je mehr sie sich damit beschäftigen. Sie geben dem Ganzen noch Nahrung. Anstatt, jetzt sind wir wieder bei der Situation, du bist mit dir alleine und du atmest. Du atmest erst ein paar Mal tief ein und aus. Du gehst ein paar Mal auf und ab. Und zwar bewusste, langsame Schritte. Du schreitest. Du schreitest. Und dann kannst du merken, wie du innerlich zur Ruhe kommst. Du hast die Wahl, ob du diesem Taifun, der da wirbelt, tobt, hast du geschrieben. Das ist ein guter Ausdruck. Wenn der tobt, ob du dem Nahrung gibst, indem du da noch reinpustest, oder ob du einfach wirklich Gelegenheit gibst zum Runterfahren. Und das Runterfahren, das ist in der aktuellen Situation sehr leicht über den Atem zu bewältigen. Und wenn das eine chronische Situation länger anhaltend ist, such dir erstens Menschen, mit denen du das, was dich bewegt, teilen kannst, weil gemeinsam geht alles wesentlich leichter. Und zweitens, such einen Ausgleich. Also den Ausgleich über Sport, über Meditation, über was auch immer es ist, basteln, Musik machen, Musik hören, was dir helfen kann, wieder zu dir zu finden, damit du dich nicht verlierst in diesem tobenden Sturm. Ja? Ah, die Alex ist auch da. Hallo Alex, grüß dich. Ja, dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Alex war in einem Pur-Seminar, das war sehr schön. So, jetzt eine Frage. Ich werde mein Elternhaus verkaufen. Ups, ich glaube, dafür brauche ich. Das ist nicht so kurz, das ist länger. Ich werde mein Elternhaus verkaufen, muss umziehen. Diese Veränderung stürzt mich vor Wochen in ein Burnout. Nur Angst und Panik, ob ich das schaffe und
Und, was kann ich tun? Für mich ist es ein Drama, ich bin alleine. Simone, bitte, wenn du schreibst Burnout, dann ist das etwas, was wirkliche Betreuung bedarf. Da brauchst du Unterstützung. Burnout braucht medizinische, therapeutische Unterstützung. Bitte, 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 auch wenn ich Worte wie Angst und Panik höre, therapeutische Unterstützung. Bitte versuche es nicht alleine zu bewältigen. Das kostet dich ja nur noch wieder Kraft. Noch zusätzlich Energie. Und natürlich ist es eine gravierende Situation, wenn man sein Umfeld verändert. Auch Abschied nehmen natürlich vom Elternhaus. Das ist ein riesiger Schritt. Aber schau mal, ob du es nicht so sehen kannst, Simone, dass es ein weiterer Abnabelungsprozess ist, ein weiterer Schritt zum Erwachsenwerden. Manche Menschen, die werden mit 55 erst erwachsen, und indem sie sich vom Elternhaus abnabeln. Und das ist natürlich auch immer eine Chance. Und auch wenn ich sage, Burnout, Angst und Panik braucht therapeutische Intervention, kann ich dir ein paar Fragen geben, die dir weiterhelfen. Die erste Frage ist, was kannst du an eigenen Ressourcen mobilisieren, die dich voranbringen? Wo hast du Kraftquellen? Wo kannst du Energie auftanken? Wo hast du Menschen, die du um Hilfe bitten kannst? Ganz viele haben große, große Scheu, andere Menschen um Unterstützung zu bitten. Dabei fällt es immer sehr viel leichter, wenn man dann erkennt, dass es eine der schönsten Formen von Anerkennung ist, jemand anderen um Hilfe zu bitten. Nicht vergessen. Damit sagst du ihm immer, ich halte dich für kompetent. Damit sagst du ihm immer, ich weiß, du kannst da etwas für mich tun, und schenkst ihm Vertrauen. Und dieses Vertrauen ermutigt viele Menschen, dir dann auch wirklich, wirklich Unterstützung zu geben. Ja? Bitte auch achtet immer darauf, dass ihr wisst, wann ihr wirkliche Begleitung braucht. Kein Mensch muss alleine durch Paniksituationen gehen. Kein Mensch muss alleine Angst bewältigen. Und auch wenn du ein intensives Coaching-Programm machst, wie jetzt zum Beispiel das, was bei uns jetzt im September startet, dieses 3-Monats-Coaching, das geht nur mit Menschen, die in der Lage sind, Selbstmanagement zu leben, die sich selbst steuern können, die in der Lage sind, ihre Ziele gut zu beschreiben und dann auch die Kraft aufbringen, damit umzugehen. Ich habe heute die ersten Anfragen bekommen zu diesem 3-Monats-Coaching. Wir suchen das immer sehr genau aus, mit wem das wirklich geht, damit ihr da nicht überfordert seid. Total wichtig. Da habe ich auch eine große Verantwortung, und die nehme ich sehr ernst. Noch eine längere Frage. Wie verliere ich die Angst vor dem Sprung in die Selbstständigkeit? Ich habe seit Jahren einen Bürojob, der mich nicht ausfüllt, will mein Leben komplett ändern. Ich habe Angst davor, ein Stück Sicherheit zu verlieren. Ja, das ist so. Wenn du einen angestellten Job hast und du weißt einfach, egal was passiert, auch ob du krank bist, ob du wie jetzt zum Beispiel in einem Burnout bist, ob du egal was passiert, du kriegst am Ende des Monats deinen Scheck. Und es gibt Menschen, die haben noch so tolle Jobs, dass sie 13 und 14 Monatsgehälter kriegen, und du kriegst dein Geld sogar auch dann, wenn du im Urlaub bist. Alles das hat ein Selbstständiger nicht. Deswegen halte ich es für super wichtig, dass du dir mal aufschreibst, ganz, ganz konkret, also sehr analytisch an die Frage rangehst, was für einen Preis bezahlst du für deinen Bürojob und was für einen Preis bezahlst du für die Selbstständigkeit. Was gewinnst du auch in der Selbstständigkeit? Also wirklich diese klassische Plus-Minus-Liste, ganz banal, ja. Also erstmal, das sind Fakten. Dann kommt neben den Fakten, kommt dir der emotionale Faktor dazu. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du in der Selbstständigkeit bist? Kannst du ein Bild davon kreieren? Kannst du erleben, wie sich das anfühlt, wenn du deine Ziele erreicht hast? Mit diesen Mitteln müssen wir arbeiten, weil dann kannst du auch wirklich dahin kommen. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, aus lauter Angst, manche sind vor Angst gelähmt, dann wird es sehr schwierig, das umzusetzen. Da muss man erst langsam diese Ängste reduzieren, da muss man erst langsam das Vertrauen aufbauen und eine klare Zukunftsvision entwickeln. So. Zum Thema Unterstützung aktuell ein Interview von mir im Fernsehen. Hey, sehr gut, das gucke ich mir doch glatt mal an. Was du alles machst, Alex, hä? Cool, sehr schön.
Ja, du bist auch ein Mensch, du kannst auch Menschen viel Kraft geben, wenn du unterstützt, und bist aber auch einer, der sich selbst Unterstützung holt. Das finde ich, das ist immer eine kluge, sehr kluge und weise Entscheidung. Wir müssen doch nicht alles alleine machen. Niemand, niemand. Auch ich habe Menschen an meiner Seite, mit denen ich mich austausche. Jeder gute Coach braucht einen guten Coach, ihr Lieben. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Gar nicht oft genug sagen. Wir brauchen das zur Psychohygiene, wir brauchen es zur Selbstfürsorge und wir brauchen es auch, um unseren Weg immer mal wieder zu justieren und zu schauen, wo kann ich denn das in eine Richtung lenken, die mir gefällt und mir entspricht. Und auch da helfen dann auch manchmal solche Retreats und Zeiten des Innehaltens. Das ist so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, die dir da weiterhelfen können. Gut, was haben wir noch für Fragen, ihr Lieben? Habe ich eigentlich alles gesagt? Ja. Es ist, glaube ich, noch nicht ganz deutlich, also deutlich genug rübergekommen, wie ich das gerne hätte. Dieses Hier und Jetzt zu realisieren, ist gerade in unserer extrem verstandesorientierten Welt furchtbar schwer. Das geschieht aber mit Übung. Alles, was wir umsetzen wollen, was uns nicht so super in den Schoß gefallen ist, das braucht Übung, egal was es ist. Ob das Fahrradfahren ist, Schwimmen oder eine Fremdsprache. Und so ist es auch mit dem Hier und Jetzt sein. Das ist auch nicht das Konzentrieren in Meditation, sondern das Loslassen, ihr Lieben. Und ich weiß, dass jetzt garantiert vom einen oder anderen von euch die Frage kommt, ja, aber wie kann ich loslassen? Und dazu möchte ich euch gerne ein Bild sagen. Ich erlebe das so häufig mit dem Loslassen. Es ist, kommt beinahe täglich vor, im Coaching oder in Seminaren, ganz egal. Stell dir vor, wie das ist mit dem Loslassen, wenn du ein Mensch bist, der hier so boff einen Baum umarmt. Ja, du umarmst den Baum und sagst, ach, warum kann der mich nicht loslassen? Weißt du, was ich meine? Warum kann der mich nicht loslassen? Der Baum, und ich hänge so an dem Baum und der Baum ist mit mir irgendwie zusammen und ich kann einfach nicht loslassen. Und das Loslassen geschieht einfach so. So ist das. Es ist ein sehr banales Beispiel und ich weiß aber, dass Bilder manchmal sowas klar machen. Jetzt stell dir vor, welchen Baum umarmst du denn gerade? Sonja zum Beispiel, welchen Baum hast du, wenn du in deiner Bürotätigkeit bleibst, wo du sagst, ich kann davon nicht loslassen? Sicherheit ist doch eigentlich auch was sehr volatiles. Ja, also wir haben ja oft die Sicherheit überhaupt nicht, auch im Angestelltenjob nicht. Es wird ja heute genauso schnell entlassen. Ja? Und dann stehst du unter Umständen da und hast kein zweites Standbein. Du könntest auch, übrigens eine meiner liebsten Empfehlungen in der Selbstständigkeit oder zur Selbstständigkeit, sie langsam und organisch aufbauen und langsam und organisch wachsen lassen und das andere Stück für Stück runterfahren. Ja? Dass es also so einen Switch gibt, du auf einmal merkst, so funktioniert es gut für mich. Da findest du dann sicher deinen Weg. Da gibt es noch eine Frage. Mir fallen tausend Fragen ein. Das Intensivcoaching, von dem ich gesprochen habe, das habe ich auf der Homepage gelesen. Ist das nur für Heilpraktiker beispielsweise, die fertig sind? Oder kann man das auch machen, wenn man erst die Absicht hat, Heilpraktiker zu werden? Oh, das ist eine gute Frage. Je früher du anfängst, die richtigen Weichen zu stellen, umso besser ist es. Also dieses Coaching könntest du auch machen, wenn du aus dieser Situation, ich will aus meiner Bürotätigkeit heraus und langsam in die Selbstständigkeit hinein, einfach nutzen. Das sind 3 Monate, 12 Wochen intensives Coaching in einer kleinen Gruppe. Ihr Lieben, ganz wichtig, das ist wirklich nur 12 Leute, die ich sehr, sehr sorgfältig auswähle. Das kennen ja viele von euch schon aus der Ausbildung zum Open Mind Coach, dass die Gruppe homogen ist, dass die sich gegenseitig so befruchten, miteinander arbeiten und sich so immer wieder gemeinsam hinschaukeln zu ihren Zielen hin. Das machen wir im Intensivcoaching auch. Es gibt Einzelcoachings, es gibt Gruppen, es gibt Live-Talks und Videos und Webinare und boah, eine ganze Menge Zeugs. Ja. Ich werde das auch verlinken unter dem Video, wenn wir fertig sind, dann könnt ihr euch da Details noch anschauen. Hilft dir das, Sonja, dass deine Frage beantwortet? Immer ein Aber haben. Immer ein Aber haben. Ja, ich weiß. Wie soll ich das jetzt erzählen? Ich hatte nämlich gerade, das ist sehr schön, dass du mir das gerade sagst.
Dieses Aber, ich hatte eine Klientin. Es war eine Skype-Beratung, eine Stunde lang. Und in dieser Skype-Beratung kamen ganz viele Fragen, wie das zum Beispiel von Sonja gerade. Ja. Und jede meiner Interventionen, egal ob das als Frage formuliert war, als Empfehlung, als Rat, egal wie, kam mit Ja, aber. Und sie schaukelte sich immer mehr in die Aufregung hinein, dass ja gar nichts geht. Bevor der Knoten geplatzt ist und sie sagte, ja Moment, ich mache mir das ja gerade selbst, diese Einschränkung des Ja-Abers. Also mal gucken, wo kannst du den Switch machen, Sam, dass du mal in Möglichkeiten anfängst zu denken, dass du mal possibilistischer wirst, dass du erkennst, dass Ja-Aber so eine Blockade ist und übrigens das Ja-Aber einfach aus dem Wortschatz streichen kann auch helfen, wenn du einfach und sagst. Das öffnet die Möglichkeit, dass noch eine Alternative zu dem da ist, zu dem du jetzt gerade ja, aber gesagt hast. Ja? Ich hoffe, das hilft dir. Alexandra, das ist ein 3-Monats-Coaching-Programm. Das startet am 1. September und startet mit Einzelgesprächen, mit Gruppengesprächen. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir haben E-Mail-Impulse, wir haben Mastermind-Gruppen, wir haben Buddies. Also tatsächlich, das heißt deswegen Intensiv-Coaching-Programm. Das ist nur für Menschen, die wirklich 3 Monate lang echt intensiv an ihren Zielen arbeiten wollen. Und zwar so richtig, ja. Egal, was das Ziel ist. Es ist vor allen Dingen ich möchte Entscheider. Ich möchte wirklich Menschen, die mit Menschen arbeiten, die Führungskräfte sind, Unternehmer sind, Selbstständige, weil die können viel bewirken. Die können wirklich ein Stein ins Wasser schmeißen und der zieht dann Wellen und verändert die Welt. Das möchte ich gerne. Und deswegen suche ich die auch so aus. 12 Leute, nur 12. Ihr werdet zusammenpassen, das weiß ich. Hallo Brigitte, grüß dich. So, haben wir noch Fragen? Was haben wir denn noch für Fragen? 1000 Fragen. Sonja hat eben gesagt, 1000 Fragen. Vielleicht kommt noch eine. Von Alexandra kam keine Frage. Nee, weiter oben ist keine. Schauen wir mal unten. Danke. Gerne, gerne, Sam. Ja, aber versuch mal mit und. Versuch mal mit und. Ah, weiter oben ist noch eine Frage. Warte, 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 warte. Da muss ich nach oben. Ich kann das ja scrollen. Ich komme aus Wien, ich komme aus hohem Norden. Nein, das ist ja der Anfang. Ich sehe keine Frage. Ist die vielleicht noch nicht aufgetaucht? Ich bin hier immer so ein paar Sekunden hinter der Live-Schaltung zurück, in dem, was ich bin. Du, Erzengelein, Erzengelein, süß. Tipp's einfach nochmal rein. Tipp's ein, dann finde ich das, ja? Und wäre schöner, genau. Kann man die Gebühren auch in Raten zahlen? Ja, kann man. Du kannst in 3 Monatsraten zahlen. Und es ist erheblich günstiger als im Live-Coaching mit mir. Dieses ist ja ein Online-Coaching-Programm. Kostet ungefähr die Hälfte. Okay? Wie halte ich das Gedankenkarussell an? Oh, das ist sehr schön. Tolle Frage. Danke von Simone. Hast du einen Hund? Schreib mal kurz rein. Hast du einen Hund oder hast du ein Kind? Oder hattest du mal einen Hund? Oder ein kleines Kind. Schreib mal kurz rein. Solange du reinschreibst, nehme ich die nächste Frage von Sonja. Wie stehst du zur Spiritualität? Wie erlebst du das? Wie gehst du damit um? Naja, also das ist ja so eine komplexe Frage, da könnten wir einen eigenen Live-Talk zu machen. Ich stehe total zu meiner bodenständigen Spiritualität, so nenne ich das. Kinder, gut, ich komme gleich drauf. Ich sehe das. Spiritualität ist für mich was Selbstverständliches. Das ist was wie Atmen. Das ist für mich so glasklar wie die Kloßbrühe, wie man so sagt, die Kloßbrühe, dass es etwas gibt jenseits des physischen Manifesten, gibt es etwas Metaphysisches. Es gibt Dinge in einer geistigen Ebene, das meint ja Spiritualität, die uns beeinflussen, die wir auch am Leben
halten können, indem wir uns dieser Spiritualität widmen. Und damit gehe ich völlig selbstverständlich um. Mir ist völlig klar, dass ich nicht mein Körper bin. Ich hatte Nahtoderfahrungen in meinem Leben. Das ist überhaupt sonnenklar, dass ich nicht mein Körper bin. Ich weiß auch, dass ich nicht meine Gedanken bin. Und ich weiß auch, dass ich nicht meine Gefühle bin. Alles das bin ich nicht. Wenn ich das mal realisiert, oder als ich das realisiert hatte, war mir völlig klar, dass es noch ganz viele andere Dinge gibt, die jenseits dessen ist, was hier so physisch manifest ist. Also Spiritualität ist, boah, geil. Ich find's toll. Ich unterscheide allerdings sehr zur Esoterik. Esoterik hat sehr viel damit zu tun, dass man Verantwortung abgibt an Guru, an Methoden, an Heilsteinchen, an Engelchen, Sprühwässerchen und was es nicht so alles gibt. Das nützt in der Regel nur dem Anbieter. Also demjenigen, der da ein Produkt oder eine Methode oder etwas verkauft. Das ist für mich nicht notwendig. Es ist schlicht und einfach überflüssig. Wir können sehr viel lernen von Menschen, die Vorbilder sind, die durchaus Lehrer sind, aber ein wahrhafter Lehrer, der hat ein einziges Ziel, dich so schnell wie möglich von ihm unabhängig zu machen. Und viele Gurus machen genau das nicht. Viele spirituelle Lehrer machen genau das nicht. Da kommst du in den Einsteigerkurs, dann kommst du in den fortgeschrittenen Kurs, dann kommst du in den Advanced-Kurs, dann kommt Gold, dann kommt Premium und dann kommt Diamant und ich weiß nicht was, und jedes Mal musst du weiter hart an dir arbeiten. Das ist alles nicht notwendig. Ich glaube, das geht auch anders. So, jetzt die Frage nochmal. Aha, okay. Kinder, Kinder und Katzen. Okay. Die Frage von dir war, Simone, wie kann ich mein Gedankenkarussell abstellen? Und mein Tipp dazu ist einfach, dich zu erinnern, wie das ist, wenn du ein Kind hast und dieses Kind tut etwas, was es nicht tun soll. Du willst aber auch nicht dieses Kind damit konditionieren, dass du permanent Nein, Nein sagst oder mit Strafe drohst oder erpresserisch unterwegs bist und dominante Mutter spielst. Beim Hund ist es genau das Gleiche. Hunde kannst du mit Schlägen erziehen, dann duckt er, aber wird überhaupt ein völlig schreckliches Wesen, ja. Aber Kinder und Hunde kannst du von dem, was es nicht tun soll, wie dein Gehirn, mit einer Methode ganz leicht abbringen, nämlich mit Ablenkung. Ablenkung. Dem Hund, der, was weiß ich, deinen Schuh zernagt oder die Katze, die sich da irgendwie die Pfoten an deinem Sofa schärft, kannst du sehr schnell damit ablenken, wenn du beim Hund zur Leine greifst und so tust, als würdest du mal aufräumen, der denkt, du gehst spazieren, oder die Katze mit den Leckerlis. Bei den Kindern ist es ganz ähnlich. Du sprichst über das, was es am liebsten mag oder gerne hätte und du weißt, das Kind lässt dann von dem ab, was es nicht tun soll, wie zum Beispiel die Wand bemalen mit Fingerfarben oder sowas. Ich verstehe das Prinzip. Wenn das im Bereich vom Gedankenkarussell ist, dann lenkst du dich ab. Du kannst nicht das Gedankenkarussell weitermachen, wenn du laut singst. Du kannst nicht das Gedankenkarussell weitermachen, wenn du deinen Atem zählst, deinen Atemrhythmus zählst. Du kannst dein Gedankenkarussell nicht weitermachen, wenn du sagst, pass mal auf, das nützt mir jetzt gerade gar nichts. Ich schreibe mir mal lieber einen To-Do-Zettel, was ich morgen einkaufen muss, weil wir haben Wochenende. Nach dem Wochenende habe ich auch erstmal 2 Tage keine Zeit. Jetzt schreibe ich mir einen Einkaufszettel. Das Prinzip heißt Ablenkung, ne? Nichts anderes. Okay? Ich liebe Byron Katie. Die geilsten Fragen der Welt. The Work von Byron Katie. Danke, Amelie, für die Frage. Erste Frage ist, du glaubst irgendetwas. Ist voll wurscht. Mein Mann betrügt mich. Ich bin nicht liebenswert. Ich werde nie genug Geld verdienen. All sowas sind alles hinderliche Glaubenssätze. Und die Fragen von Byron Katie, sind extrem hilfreich, um von diesem Blödsinn loszulassen. Die erste Frage heißt ganz einfach, ist es wirklich wahr? Was du gerade denkst oder was du glaubst. Okay. 99% aller Fragen erübrigen sich damit. Dann kannst du aber noch mal weiter fragen. Kannst du es mit absoluter Sicherheit wissen? Woher kannst du es mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wirklich wahr ist? Dann, was wärst du ohne den Gedanken und wie würdest du dich fühlen, wenn du diesen Gedanken nicht mehr denkst? Sehr schön, sehr empfehlenswert. Könnt ihr mal googeln, bitte. The Work gibt es auf Deutsch. Wunderschöne Videos von Byron Katie anzuschauen, wie sie die mit diesen Fragen arbeitet. So. Wie kann man mit Angst umgehen, ohne dass man vor der ängstlichen Situation flüchtet? Auch hier Dosierung. Müsste man jetzt eigentlich wissen, um welche Angst es geht. Ne? Wenn es die Angst vorm Zahnarzt ist, geh hin, wenn es nicht weh tut.
Wenn es die Angst vorm Flugzeug ist, behalte dich auf dem Flugzeug, Flugplatz auf, schau landende und startende Flugzeuge an. Mache ein Desensibilisierungstraining für bestimmte Ängste. Und dieser Fluchtreflex, den kannst du damit in den Griff kriegen, dass du dich immer wieder fragst, macht es Sinn, wenn ich jetzt davor weglaufe? Weil die Angst, die ist immer schneller, die kommt mit. Die kommt immer mit. Oder drehst dich einfach um und sagst, so, Angst, was willst du mir jetzt sagen? Was ist das, was du als Botschaft für mich hast? Worauf soll ich achten? Weil Ängste haben ganz oft eine Schutzfunktion. Ja, die sollen dich beschützen vor etwas, was dir nicht gut tut. Mal kurz was trinken. Angst vor alten Wunden, ja, genau das. Es ist klar, wenn du eine Narbe hast, und wie bei einer körperlichen Narbe auch, diese Zone ist besonders empfindsam. Das akzeptiere einfach mal. Aber du kannst davon ausgehen, dass wenn du eine Wunde hast, nehmen wir wirklich körperliche Narben, ja, und es passiert irgendwas in deinem Leben, in den seltensten Fällen in die gleiche Kerbe nochmal reingehauen wird. Das heißt, auch hier die Frage, übrigens, da kannst du auch mit The Work von Byron Katie arbeiten, wie sinnvoll ist es, diese Angst zu hegen und zu pflegen und ob die wirklich real ist. Ängste vor Veränderungen haben auch meistens was damit zu tun, dass wir wenig Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen haben. Da hilft es sehr, an irgendein Programm, Übung, Training zu machen, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen über Selbstreflexion erstmal und den Selbstwert, ne, den steigern. Ängste vor allem Unbekannten, das geht genauso. Du kannst ja auch hingehen und sagen, boah, geil, was Unbekanntes. Das habe ich noch nie gemacht, das will ich jetzt machen. Ja? So, ich mache das jetzt zum Beispiel. Ne? Ich werde jetzt Best Ager Model. Ich habe Anfragen von der Modelagentur, ob ich denn das nicht machen will. So, ja, das machen wir mal. Sehe ich was Neues im Leben, werde mal herausgefordert, passt so gar nicht zu dem, was ich jetzt mache. Aber es ist eine schöne Herausforderung. Versuch das mal umzudeuten, ja, ob du nicht auch einen gewissen Reiz im Neuen finden kannst, ob so eine Premiere nicht auch was sehr Schönes, Hilfreiches ist. Ja. Nochmal gucken. Ablenkung zur späteren Einsichtserfahrung. Ach so, das kennst du ja. Ja, genau. Genau, Alex. Sehr schön. Gut. Angst vor alten Wunden. Schaut mal, wenn es danach geht mit der Angst vor alten Wunden, dann würde ich jetzt zum Beispiel, das kennt ihr doch auch alle, ihr habt doch alle Wunden aus Partnerschaften. Ihr kennt doch alle Liebeskummer. Ihr kennt doch alle tiefste Enttäuschungen. Ihr kennt Missachtung. Ihr kennt Lieblosigkeit. Ne? Kennt doch jeder. Zumindest wenn er mal jenseits der 30 ist. Auch in Beziehungen, ne, es gibt ja auch in Beziehungen die Phasen. Würde das jetzt bedeuten, wir gehen überhaupt keine Beziehungen mehr ein und bleiben für den Rest unseres Lebens Single und setzen so langsam Spinnweben an? Ne, ganz sicher nicht. Sich immer wieder mutig auf Beziehungen einlassen, das könntest du jetzt auch übertragen auf Unbekanntes, Neues, alte Wunden. Immer wieder drauf einlassen, weil du weißt, es kommt garantiert anders. Und in jeder Partnerschaft wird ein Mensch andere Seiten an dir ansprechen, zum Strahlen, zum Leuchten bringen und dich an anderen Stellen verletzen. Das ist so. Also vielleicht ist es am hilfreichsten, ich sehe diese Fragen, die gehen so alle in eine Richtung. Wenn du dich, egal, ihr, euch, wirklich anfreundet damit, dass das Leben richtig schmerzhaft ist. Anfreunden. Und dann immer jedes Mal dankbar sein, okay, pass auf, ich kann mal gerade was lernen. Es macht dich immer nur stärker. Immer. Immer. Und das herauszufinden, was ist denn die Stärke, die da entsteht, anstatt sich ins Bockshorn jagen zu lassen vor den Ereignissen, das ist eine Möglichkeit, die kannst du annehmen. Da gibt es viele, viele, viele. Du kannst Bücher dazu lesen, du kannst Therapien machen, du kannst Coaches haben, du kannst Berater machen, du kannst Online-Kurse machen, alles Mögliche. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, wie du lernen kannst, das umzuwidmen, umzudeuten, erleben, was dich da heute abhält von Veränderungen und so. Ja?
Angst zuzulassen, intensiv fangen, ohne etwas. Ja, danke. Oh, Martin, sehr geil. Angst zulassen. Ich wiederhole mich so. Ich glaube, ich habe es im letzten Live-Talk auch schon mal erzählt. Das ist ein ganz, ganz super, super Tipp. Und ich sage es ja noch mal ein bisschen drastischer, damit ihr es noch mal merkt. Eine Angst kommt, du hast sie, du kennst sie, ist was Altes. Und wenn du sagst, liebe Angst, im Moment passt es mir überhaupt nicht, dass du mich gerade mal bedrücken willst, weil ich muss jetzt was anderes machen. Du willst jetzt irgendwas machen, egal, ja. Aber dann sagst du der Angst, ich weiß, dass du mir was sagen willst. Ich weiß, dass du eine Aufgabe hast. Ich weiß, dass da eine Bedeutung damit verbunden ist. Ich weiß, dass das auch was mit Fürsorge und Schutz zu tun hat. Morgen Abend um 18 Uhr widme ich mich dir. Morgen Abend 18 Uhr. Ich setze mich hin und du kannst kommen und mir sagen, was du sagen möchtest. Du kannst mir deine Botschaft übermitteln. Jetzt nicht. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was passiert, wenn ihr euch dann morgen Abend um 18 Uhr hinsetzt und euch mit der Angst verabredet habt. Sagst du, ja, komm mal her. Ja. Was passiert? Ja. Genau das. Genau das. Anita, an der Stelle, ich lese euch was vor. Ich lese euch was vor, weil ich die Seite hier gerade vor mir habe. Und bitte lauscht mal ganz kurz. Es ist super wichtig. Es ist für mich das liebste, tollste, transformierendste Textstückchen, was ich in meinem Leben schon mal kennengelernt habe. Vor allen Dingen für hochsensible Menschen, Menschen mit riesigem, großen Potenzial, für Vielbegabte. Es geht um die größte Angst. Unsere größte Angst ist nicht unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll? Aber wer bist du, es nicht zu sein? Die Frage, die finde ich so besonders gut. Du bist ein Kind Gottes. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Sich klein zu machen, nur damit andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen, hat überhaupt nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Er ist nicht nur in wenigen von uns, er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen die Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch an andere Menschen. Stammt von Marianne Williamson aus dem Buch Return to Love, Rückkehr der Liebe. Und viele von euch kennen das als Zitat von Nelson Mandela, der das in seiner Antrittsrede 1994 zitiert hat. Nochmal, es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Und ich bin ja gerne ein bisschen provokativ, das wisst ihr ja schon. Ne? Wenn da jemand so ist mit Fähigkeiten, mit Kräften, mit Sensibilität, mit Empathie, mit Begabungsformen, mit riesigem Potenzial, dann schmeiß es doch nicht weg. Das darfst du nicht. Du darfst es nicht. Es ist deine Lebensaufgabe, alles das zu leben. Denn wenn es nicht so wäre, wärst du anders geworden. Punkt. Du wärst anders geworden. Es ist wichtig, dass du das lebst. Dafür bist du da. Jeder von euch, der sich angesprochen fühlt, wird merken, ah ja, okay. Und dann relativieren sich Ängste. Ja, glaubt ihr denn vielleicht, ich habe keine gehabt? Natürlich habe ich Ängste gehabt, endlos. 20 Jahre Depression, das hat mich auch geprägt. Irgendwann habe ich gesagt, es reicht, Schluss, aus, will ich nicht mehr. Wirklich, ich habe nicht das Recht, alles das, was ich kann, wofür ich da bin, nicht zu leben aus lauter Schiss vorm Leben. Ehrlich. Punkt. Ja, ich glaube, für heute reicht's. Jetzt habe ich genug vom Leder gezogen. Ja. Es ist mir ein echtes, fettes Anliegen, wirklich, ihr Lieben. Es ist mir ein echtes Anliegen. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht die Dunkelheit. Es ist die Sichtbarkeit. Es ist genau das, was ich auch erlebe mit vielen, vielen Menschen, mit denen ich arbeite. Gerade mit Kollegen, also Coaches, Trainer, Therapeuten, Heilpraktiker, Psychologen,
Es gibt noch Heiler, Physiotherapeuten, einfach immer wieder die Angst vorm Erfolg, die Angst vor Sichtbarkeit, die Angst dann daran gemessen zu werden, die Angst dann Verantwortung zu haben. Das ist so. Und wenn du diese Verantwortung nicht übernehmen könntest, wärst du nicht so geworden. Gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Return to Power, ja. Macht's wirklich. Sucht euch Unterstützung. Lasst euch nicht hängen. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Ja. Und wenn ihr Unterstützung braucht von mir, meldet euch. Ne? Es gibt immer wieder die Möglichkeit, mit irgendwelchen Impulsen von mir ein Stück voranzukommen. Also, alles Liebe. Moment, eine geile Frage noch. Moment, habe ich gerade gesehen. Das finde ich gut. Wie ist Erfolg definiert? Erfolg ist das, was du dafür hältst. Erfolg ist dein Ziel, dein Lebensziel. Wenn dein Lebensziel ist, drei glückliche Kinder zu erziehen, dass sie selbstständige, selbstbewusste, starke Menschen werden und sie werden es, dann ist das Erfolg. Wenn Erfolg für dich ist, dass du zum Beispiel, nehmen wir wieder Sonjas Beispiel, aus dem Bürojob rausgeht, sich traut, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist das eher ihr Erfolg. Wenn Erfolg für dich ist, dass du sagst, ich bin schon selbstständig, aber ich will verdammt nochmal nicht immer am Ende des Monats wissen, shit, ich weiß nicht, ob ich das noch diesen Monat, nächsten Monat nochmal hinkriege, werde ich genug Umsatz haben und so. Dein Erfolgsziel ist, dass du 6 Monate alle Fixkosten auf dem Konto haben willst, auf der hohen Kante. Ein ganz wichtiger Punkt für Selbstständige und Freiberufler. Okay? Also wirklich, wirklich, was dein Erfolg ausmacht. Ich möchte Menschen glücklich machen. Ich möchte Menschen glücklich machen, sodass sie dieses Licht leben. Wie immer das ist, das ist mir voll egal, ja. Voll egal. Da bin ich auch nicht der Maßstab, überhaupt nicht. Sondern was der Einzelne als Erfolg definiert. Okay. Jetzt bin ich aber wirklich fertig. Also, tschüss, macht es gut. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Abend. Bye bye, eure Anne. Ciao.